Eins hatten wir ja gemeinsam, wir waren alle ordentliche Skatspieler. Und gerade die Wahlhäuser haben uns dann eingeladen, netterweise, zu Skatabenden. Da haben wir uns erstmal über die Regeln geeinigt, Altenburg und so weiter, wie das so ist. Und hatten da viel Spaß miteinander. Und ich bin mein ganzes Leben Bier- und Weintrinker. Also ich habe diese kurzen Sachen nie gern getrunken. Und an eins kann ich mich noch erinnern, wenn ich im Wahlhausen Skat gespielt hatte und hatte so 5, 6 Bier getrunken, dann musste ich auf dem Fußmarsch durch das Niemandsland bestimmt 5-mal anhalten. Und das war eine besondere Sorte mit stark abführender Wirkung. Und das ging meinen Kollegen auch so. Wir standen dann alle 100 Meter, bis wir dann den Grenzzaun passierten und konnten dann mit dem Auto weiterfahren. Ne? Also die haben da eine besondere Mischung gehabt. Und mir fiel auf, dass die Freunde da auf der anderen Seite dann immer so ein Gedeck tranken, also einmal kurz und einmal Bier, und von besonderer Qualität ist es nicht gewesen, aber man wollte auch nicht unhöflich sein.